Geduldig warteten die Gösser Bierösser auf den Einzug zum Karlwanger Marktplatz. Bei Kaiserwetter marschierte der Musikverein Karlwang zum Bieranstich und zur Eröffnung des Marktfestes Richtung Kirchplatz, wo sie bereits von zahlreichen Besuchern erwartet wurden. Geschätzter Herr Pfarrer, liebe Marktfestbesucher, ich darf Sie recht herzlich zu unserem 29. Marktfest bei diesem super Wetter hier in Karlwang begrüßen. Pater Clemens hatte die Ehre, das Festbier anzuschlagen und somit war das Marktfest seiner Bestimmung übergeben. Das 29. Marktfest in Karlwang mit einer besonderen Attraktion, den Gösser Bierwagen. Ja, genau. Zum 29. Marktfest. Wir bereiten uns aufs 30. vor, haben wir gesagt, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Wir haben auch versucht, ein bisschen den Ablauf zu ändern. Wir fangen eine Stunde später an. Wir haben ein Platzkonzert von der Musi und das die Tradition, das sollte ja eigentlich der Hauptsinn von dem Marktfest sein, haben wir uns den Gösser Bierwagen einfallen lassen. Aber ich sage einmal, solange dass der Ehrgeiz von den Vereinen und von den Gestaltern und auch von den Standlern da sind, weil wenn man da schaut, die Waldsalm ist ja auch, glaube ich, was Einzigartiges, dass man eine Alm im Ort hat, ist ja auch nicht alltäglich. Ich sage einmal, solange dass der Geist da ist, wird das Marktfest nicht aussterben und ich sage einmal, es nimmt vielleicht wieder oder noch mehr zu. Das 29. Marktfest da in Karlwang. Wie viele
Arbeitsstunden, wie viel Vorbereitung wendet man dafür auf? Es ist eigentlich nicht messbar in Arbeitsstunden, sondern in Vorbereitungs- und Vorlaufzeit. Das dauert Monate. Die größeren Bierrösser, die haben wir Das war im Fasching, haben wir schon die bestellt und ausgemacht gehabt, dass uns die aufkommt. Und das andere rennt halt so immer übers Jahr durch, dass wir das zusammenbringen, dass wir dann ein gescheites Marktfest haben.